Bock. Man kommt auch nie wieder zurück, 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 zurück. Hat die Kohle im Bock. Man kommt auch nie wieder zurück. So schwungvoll wird einmal aussehen, was so mühevoll einstudiert werden muss. Es ist Generalprobe für die Weihnachtsaufführung von Der kleine Muck in der Alsfelder Stadthalle. Geschrieben und inszeniert von Johanna Mildner. Und die muss ihr Dutzend jugendliche und erwachsene Darsteller noch viel dirigieren, ehe es wirklich losgehen kann. Und manchmal auch noch selbst Hand anlegen. Aber dann geht die Geschichte los. Helmut Berger ist der Gewürzhändler, der in das Märchen einführt. Kleiner Muck, du bist jetzt allein auf der Welt. Sieh zu, wie du klarkommst. Wir wollen uns nicht um dich kümmern. Und schon gar nicht durchfüttern. Ah, ah! Dein Vater war ein Nichtsnutz und du bist auch einer. Die Geschichte kennt man. Der kleine Muck zieht los, sein Glück zu suchen und landet schließlich mit seiner neuen Freundin, der Katze Hania, am Hof des Sultans, wo er neben dem Sultan auch die Prinzessin Nana und Prinz Mika kennenlernt. Und er lernt auch die missgünstigen Schatz- und Küchenmeister kennen, die ihn nach dem Leben trachten. Apropos Schatz, so einen gibt es in einem guten Märchen natürlich auch noch. Eine ganze Kiste voll Gold! Es ist eine farbenfrohe, eine schwungvolle Geschichte, die Johanna Mildner mit Katharina Berger als Choreografin auf die Bühne bringt. Dafür sorgen auch die Tanz- und Gesangseinlagen mittendrin. Da hat der kleine Muck aber ein verrücktes Abenteuer erlebt. Richtig. Aber wir Kinder wussten das alles nicht. Für uns war der kleine Muck einfach nur schrullig und merkwürdig. Und so lachten wir über ihn, wenn er mal aus seinem Haus kam. Ja, so eine Moral von der Geschichte braucht es natürlich auch. Das Märchen macht durch seine Lebendigkeit aber vor allem Spaß. Und die jugendlichen Darsteller stellen sich auch einmal vor. Hallo, ich bin Dia Ilhan und spiele das Muggelchen und den kleinen Muck. Hallo, ich bin Lorenz Rüdiger und ich spiele Kind 1, die Katze Samtpfote und den Prinzen. Hallo, ich bin Aaron Anderson und ich spiele den Prinz Mika. Hallo, ich bin Chiara Calamone und ich spiele die Prinzessin Nana. Hallo, ich bin Sian Ilhan und ich spiele Katze, Prinzessin und Kind. Ich gehöre zu den Bösen. Hallo, ich bin Lea, ich spiele Kind, Gefolge und Katze. Hallo, ich bin Charlotte Ebert und ich spiele die Katze Ania. Nun muss nur noch der Schlussapplaus richtig einstudiert werden. Und dann steht der Premiere am kommenden Samstag ab 17 Uhr in der Stadthalle nichts mehr entgegen.